Wölfchen sagen. Huch. Da fehlt noch ein Pöltchen. Wölfen sagen ebenfalls nein. Es ist akzeptabel. Nicht unbedingt das, was ich erwartet habe, aber es ist akzeptabel. Akzeptabel. Sonne steht. Na, hoch genug. Sagen wir einfach mal hoch genug. Ja, komm, lauf. Vielleicht haben wir da in der Truhe noch irgendwas, außer Sand. Fliegende Sandtruhe, sag uns, was du hast. Nichts. Gut. Ja, eigentlich weniger gut, wir brauchen nämlich mehr Stein. Viel mehr Stein. Was ist das denn? Ach, das ist ein Pferd, was in der Grube steht. Ich dachte schon mal, das ist denn für ein kleines Wesen. Habe ich noch nie gesehen. Ganz, ganz seltsam. Okay, pass mal auf. Das sieht da so aus, als wäre das hier dann das Zentrum allen Übels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verdammt. Es ist symmetrisch. Das bedeutet, wir müssen einen Vierfachweg machen, was eigentlich gar nicht so übel ist. Okay, okay, okay. Also 1, 2, 3, 4, 5. 5 und 5. Markieren wir die beiden Dinge einfach mal mit Andesit, weil wir es gerade da haben. 5, 5. So. Das heißt, das ist der Mittel. Das ist das Mittel. Dann haben wir hier noch 2. Ja, und dann quasi hier auf dem Eck geht es dann los. Ja. Mit dem ersten Eckpfeiler quasi. Da wird natürlich später noch ein bisschen weiter zukommen. Das wird dann auch wieder anders aussehen. Aber grundsätzlich ist das erstmal der erste Eckpfeiler. Und der muss vor allen Dingen noch einen höher auf diese Ebene hier. Das hier ist nämlich die Fußbodenebene. Da bleibt der erstmal drauf stehen. Damit wir nämlich eine gewisse Bauhöhe haben. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Wir müssen den noch weiter hochziehen. Weil das nämlich sonst nicht funktioniert. Quasi hier wird dann hier auf der Ebene kommt ein Stein hin. Das ist quasi die Bodenebene. Darüber ist dann die nicht mehr Bodenebene. Und genau deswegen erhöhen wir das Ganze noch um einen. Um quasi direkt hier mal so und so die ersten Grundsteine hinzulegen von unserer Mauer. Von unserer wunderschönen Kaimauer, die wir in der Zukunft hier hinsetzen werden. Kaimauer plus Pier natürlich. Plus dann später natürlich das Lagerhaus, was ich mit draufsetzen werde. Aber alles zu seiner Zeit. Zu seiner und zu meiner Zeit. Und vielleicht sollte ich mir einfach ein Bett da hinten drüber mitnehmen. Ich glaube, wenn man pennt, auch unter freiem Sternenhimmel, solange es noch nicht zu dunkel ist, kann man sich einfach reinlegen. Ja, komm. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir können es ja austesten. Und ansonsten können wir uns einfach eine Hütte aus Sand, Schrägstrich, irgendwas anderem basteln. Weiße Wolle. Haben wir noch irgendwelche andere Wolle? Müssten noch eine normale Wolle haben, oder nicht? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir wirklich bis auf den letzten Wollklumpen alles verbraucht haben. Oh doch, hier weiße Wolle. 1, 2, 3 Stück brauchen wir davon. Und dann natürlich noch 3 Holz dazu. Und endlich, nach ewig um 5 Tagen, haben wir uns mal wieder ein neues Bett gekraftet. Super. Brauchen wir noch einen Stein, eigentlich. Netherziegel. Ja, ist klar. So, gib her. Netherziegel sind relativ uninteressant. Granit, Andesit. Andesit weiß ich noch nicht. Polierter Granit. Finde ich auch noch ganz lustig. Erde. Ja. Ah, nee. Weiß nicht. Obwohl vielleicht noch Diorit oder Andesit nehmen oder Granit vielleicht. Wie sieht denn das aus überhaupt? Wenn ich das jetzt einfach mal benutzen würde. Nö. Sieht nicht nach Kaimauer aus.
Das Ganze wird, glaube ich, Moment mal. Wir haben zwar eine ganze Menge davon, also zumindest ein bisschen was, aber wir haben bei weitem nicht genug. Wo ist eigentlich die ganze Kohle hin, die wir hatten? Kann man das mal irgendwann erklären? War wirklich so viel Kohle dabei, dass wir die hier draußen reingetan haben? Das ist alles. Ach so, ja, wir hatten Kohleblöcke gemacht. Dann tun wir mal so 10 Kohleblöcke. Ich glaube, das sind dann 90. Ja, 90. So, dann schmelzen wir erstmal 2 64er. 6, 7, 8. Würde ich einfach mal sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei von den 64er Blöcken zu den anderen Steindingern ein. Und das bisschen Restzeug hier, das benutzen wir dann. Und das angesäte hier, das kommt erstmal weg. Genauso wieder Sand. Sandstein, Granit, so viel geht. Hier haben wir noch einen Bruchstein von einer gewissen Menge. Das ist alles ganz okay. Das kommt weg, das kommt weg. Kohle wird zusammengeführt, das Ding kommt weg. Erde lassen wir erstmal noch. Okay. So. Genug Zeit verplempert. Auf geht's. Wir haben ein Bett aufzustellen. Direkt neben unserer Baustelle, damit wir nicht die ganze Zeit hin und her laufen müssen, wie die letzten Affen. So ich. Ich bin ja auch ein letzter Affe, aber muss ich ja nicht unbedingt so rausposaunen. Nee. Kann man ja alles auf ganz normale Art und Weise, ohne Großaufsehens hier veranstalten. So, dann gucken wir mal, dass wir hier, keine Ahnung. Hier oben ist, glaube ich, erstmal ein gutes Handwerker, eine Handwerkerhöhe. Jo. Ist das? Wunderbar. Ich habe nämlich gedacht, dass wir die Pfeiler, die Dinger hier, aus den anderen Ziegeldingern machen, damit das nicht so einheitlich und grau und klötzig aussieht. 1, 2, 3, 4. Ich meine, es ist zwar ein Klötzchen-Spiel, aber man muss ja nicht gleich übertreiben. Ne? So ist das. Und während wir hier schön erstmal unsere ersten Steinchen hinlegen, hier übrigens wird das Haus beginnen. Also das Lagerhaus. Werden wir uns dem steinigen Boden widmen. Wir werden so viele verschiedene Baumaterialien hier verbrauchen. Also was ist das für verschiedene Baumaterialien? Baumaterialien derselben Art und Weise in verschiedenen Größen und Strukturen. Das Ding hier wird richtig schön nach vorne hin rauskommen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir eine gewisse Abmessung haben, weil hier muss nämlich 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sein. Ne? Und dann nochmal 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, auf welcher. Warte mal, wie viele Dreien haben wir jetzt hier eigentlich? Verdammt. 1, 2, 3 ist die erste. 1, 2, 3 ist die zweite. 1, 2, 3 ist die dritte. Und 1, 2, 3 ist die vierte. Das heißt, wir haben vier Stück. Moment, Zettel. Ich bin ja jetzt hier nicht kein Mathematikgenie. Und wir haben. Also, es sind vier Stück, ne? Das heißt, wir haben also einmal nicht. Ein N und dann ein Ja und dann ein N und dann ein Ja. Das heißt quasi, das wäre schon mal mehr oder weniger perfekte Länge. Reicht das an Keimauer? Ja, gar nicht so sicher. Ob das Ding lang genug ist, dass man sagen kann, ja, nö, kann man so stehen lassen. Oder ob wir da noch mal zwei Layer drauflegen müssen. Ich würde sagen, wir machen nochmal zwei dran. Also 2 mal 3 macht 6. Bitte, bitte, bitte. Ach nee, warte, das ging anders, ne? Hey, Bibi, Langstrumpf. Kennt er bestimmt auch noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das war die Verrückte mit dem Pferd. 2, 3. Und dem Affen. Und diesem Haus. Dieses Haus, ne? Das war das Schlimmste überhaupt. Ja, mach nur Spaß. Das Haus war klasse. Als Kind hat man sich doch auch manchmal gewünscht, dass man einfach ein Haus hätte, wo man drinnen alles machen kann, was man will. Kann so lange wach bleiben, wie man will.
so viel Fernsehen gucken, wie man will, so viele Süßigkeiten essen, wie man will. Keiner da, der einem erzählt, was man tun oder lassen darf oder muss. Und wow, es ist echt richtig boxig. Muss ich wahrscheinlich nochmal dran arbeiten. Und dieses Gefühl halt einfach frei zu sein, einfach mal nichts, also niemanden da zu haben, der einen kontrolliert, der irgendwas sagt, der einen verurteilt oder was weiß ich was, für das, was man gerade gemacht hat oder für das, was man macht. Das wäre einfach das Größte gewesen, wenn man ein Kind ist. Wenn man dann irgendwann alt genug ist und mal alleine zu Hause bleibt für eine Zeit lang und dann selber den Haushalt schmeißen muss. Die Eltern sagen halt einfach, ja, du bist jetzt alt genug für so und so lange und so werden wir jetzt erstmal... Was mache ich da eigentlich? Warum stelle ich eigentlich den her? Warum mache ich nicht einfach den hier? Das wäre doch wesentlich einfacher gewesen. Ja, aber das ging gar nicht. Ich musste Clean Stone herstellen, ne? Oder? Was tue ich hier eigentlich gerade? Ich überprüfe, ob das Rezept, was ich im Kopf habe, noch richtig ist. Ja, ist es. Ich Idiot. Wieder rein, schnell, bevor das Ganze abdampft. Mann, bin ich clever. Na, so jetzt. So, die hier möchte ich für den Rand benutzen. Ich weiß, wir haben jetzt eigentlich überhaupt keinen Stein mehr. Ist ein bisschen bemoosten und hier haben wir noch ein paar Ziegelsteine rumfliegen. Die sind übrigens auch wichtig. Brauchen wir. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze dann aussieht. Geister. Ach, herrlich. Ja, warum zwei verschiedene Steine? Eigentlich würde ich noch viel, viel mehr verschiedene Steine benutzen. Und das werde ich auch tun. Also es wird mit der Zwischenzeit, ich mache jetzt erstmal das Grundgerüst. Und mit der Zwischenzeit müssen wir halt gucken, dass wir das Ganze zu einem richtigen schönen Flickenteppich aufpolieren. Und in der Hinsicht ist aufpolieren natürlich das vollkommen richtige Wort. Nicht. Aber es ist durchaus in Lage, die richtige Stelle zu beschreiben. Und das hier kommt auch weg. Wir wollen natürlich true sein. True bis zum letzten Atemzug. So. Alles klar. Machen wir das Ding mal hier schön hoch. Und wir haben natürlich noch die Treppenstüfchen. Und die hier können wir auch schon mal wieder dazu addieren. Kurz noch eine Knifte zwischen die Backen. Und so soll das Ganze dann quasi aussehen. Natürlich. Nee, warte, damit geht das gar nicht. Das geht nur mit der Werkbank, glaube ich. Ja, genau. Halbstein. Ich glaube, ich hatte sowieso noch welche hinten in der Truhe drin, aber ich wollte jetzt einfach. Habe jetzt einfach nicht dran gedacht. Das sieht doch schon so ein bisschen nach Kai aus, oder? Ein bisschen. Meinst du nicht? Finde ich irgendwie schon. Ich meine, es wird jetzt auch wieder dunkel und ich weiß, ich kann nur in der Nacht schlafen, Mensch. Mobb mich nicht. So, während wir darauf warten, dass die Sonne sich setzt und die Schrift endlich verschwindet, damit ich einen Screenshot kriege für das Thumbnail. Danke. Werden wir uns noch ein Teechen gönnen. Formidabel. Schon ein bisschen kalt, aber immer noch brauchbar. Gut, ich glaube, jetzt können wir pennen. Ja, wunderbar. Fast wie ein neuer Morgen. Frisch in den Tag, frisch an den Start. Budum, budum, bum, budum, budum, budum. Bum, 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 budum, budum.